Und herzlich willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich habe euch ja vor ein paar Tagen einen Mod gezeigt, wo wir praktisch diese Hooklift-Add-on für den Scania RJL haben. Und jetzt gibt es ein Update für den Scania von Eugene aus dem SS vom Modus Team Workshop, egal wo ihr den halt nutzt. Und ich will euch, bevor wir uns den Mod anschauen, es ist ganz wichtig, die Reihenfolge zu beachten. Macht ihr das nicht, dann klappt das einfach nicht. Das ist wirklich das A und O, was ihr hier beachten müsst. Und was müsst ihr beachten? Richtig, das seht ihr anhand hier meines leuchtenfarbenen Bildschirms in Farbenbunt. Und so bitte, meine Damen, meine Herren zu Hause an Empfangsbolzen, bitte genau so diese Reihenfolge einhalten. Dann klappt das dann auch so, wie gleich zu sehen ist. So, also ganz oben natürlich die Hooklift, dieses Add-on, was ihr natürlich braucht, damit diese Boxen mit dabei sind, also diese Dumper oder nennt, wie ihr sie wollt, ist wurscht. Also dieses Hooklift Add-on, sagen wir es mal so, dann kommt dieses Rigid Chassis Add-on von Eugene, dann unten nochmal das RJL Rigid Add-on für den RJL, dann kommt der Next Generation von Eugene oder von Eugene, nennt, wie ihr ihn wollt, dann kommt der RJL und dann kommen die zwei Tandem Add-ons, ne? Tandem Add-on und dann das Semi-Trailer von dem Gerät. Das braucht ihr alles. Habt ihr das nicht, dann sieht es schlecht aus im Spechthaus. 7 SDS-Dateien, das ist Pflicht, ansonsten läuft das nicht. Oh, es reimt sich sogar. Was sich reimt, ist bekanntlich so. So, ganz wichtig, es ist, wie schon gesagt, für den Scania Next Generation, aber ganz, ganz wichtig, für den Scania S. Nicht für den Scania R, nein, sondern für den Scania S. Und das zeige ich euch jetzt anhand des Mods. Also hier ist Scania, oder warte mal, gehen wir hier rein. Da haben wir nämlich hier den Scania S, da ist er. Kann ich euch zeigen, in Farbe und, aber das müsste der originale sein von SCS, ich muss mal schauen. Oder, ich guck mal ganz kurz, weil das, ihr müsst zumindest hier 4,70 Meter Chassislänge, ganz klar. Ganz wichtig. Moment, kann man den Highline nehmen oder das wurscht, ne? Spoiler natürlich weg, auch klar. Und dann, genau, das ist schon der. Dann klickt er hier in dieses Feldlein, dann drückt er Swap Body Stock Variante und dann kommt hier ein kleines, dieser Frachttyp. Und bei dem Frachttyp habt ihr jetzt hier folgende Auswahl. Moment, da ist er. Also Dose Nummer 1, das sieht so aus. Ne? Das sieht dann so aus. Und wir haben natürlich noch weitere. Mod 2, Punkt. Also mit Kran, da wollte ich immer schon mal rauf. Mit dem Kran, oben ist Plane zu. Dann mit Kran, aber noch ein bisschen weiter nach vorne, aber dann stimmt es hier irgendwie nicht mehr. Ich weiß, ist, also zwischen 2 und 3 bin ich mir unschlüssig, warum das so sein soll, kann ich euch nicht sagen, aber ich würde sagen, mal die 3 lassen wir mal weg. Ne? Und dann Variante 4. Das heißt, der ist noch ein bisschen weiter nach hinten und sieht dementsprechend gar nicht so schlecht aus. Ihr könnt hier natürlich an der Seite das ganze Gedöns hinmachen, wenn ihr wollt, müsst ihr nicht, ihr könnt. Da seid ihr hier frei und ja. So, Lampen sind standardmäßig da, das sieht er selber, das ist hier überall angebracht. Ihr könnt natürlich jetzt noch ein paar Boxen anbauen, nämlich so, oder links und rechts, geht natürlich genauso. Check. So, no. Ihr müsst nicht, ihr könnt, ihr dürft, das bleibt alles mal so. Hier können wir noch ein paar Lampen anbauen, hinten vielleicht noch ein paar Schmutzfänger, wenn gewollt und gewünscht. Kennzeichen ist, glaube ich, da, Custom, bleibt alles. Und Lampen, ja, das ist, glaube ich, auch klar, brauche ich lieber nicht, glaube ich, drauf eingehen auf die Lampen. Es geht ja nämlich eigentlich nur um dieses Add-on hier, ne? Bei den Scania von Eugene, das, glaube ich, kann jeder selber dran rumbasteln, wer den Mod kennt, auch übelst geil, da ganz saufen Zeug machen. Aber darum geht es jetzt hier nicht, sondern hier geht es eigentlich nur um den Aufbau und vor allen Dingen, wie er funktioniert, denn das ist wirklich gar nicht so einfach, wie schon zu sehen ist. Denn macht ihr die Reihenfolge falsch, klappt es nicht. Ganz, ganz wichtig, also Reihenfolge beachten. Kommen wir nun zum Trailer. So, kommen wir nun zum Trailer, auch ganz wichtig, was ihr hier auswählen müsst, sonst sucht ihr euch hier einen Horst und einen Horst wollen wir uns nicht suchen. Also ihr nehmt diese Dolly Full Trailer Variante, das ist das hier, Ausführung ändern und dann sieht das erstmal so aus. Ihr könnt dann hier unten ganz normal gucken, meine Damen, meine Herren, nehme ich hier runter, habt ihr Hooklift 1 und Hooklift 2. Einmal so ein bisschen Chrom und so ein bisschen so ein Matt, würde ich jetzt mal sagen, ich lasse jetzt einfach mal dieses Chrom gedöns. Ihr könnt natürlich auch noch die Farbe ändern. Chassis lasst bitte so, weil sonst klappt das nicht. Ne? Ganz wichtig. Hier habt ihr noch hier. Ah ja, guck mal hier oben. Wir können den Plan noch ändern. Ne? Kann man noch ändern hier oben hier. Gute Plane, wenn man das möchte. Muss man nicht, kann man. Aber nur, dass du schon mal Bescheid wisst. So, hier geht nichts. So, und dann geht es natürlich weiter. Wir haben natürlich hier, brauchen wir den passenden Schlappen hinten und sieht es natürlich doof aus. Was muss ich als erstes machen? Weil wenn ihr hier guckt, sind diese kleinen Reifen nicht mit dabei, sondern erstmal auf die Felge klicken. Die 19. Und dann habt ihr hier natürlich auch die Goodyear Grip-Reifen, die kleinen. Ne? So, und da müsst ihr natürlich auch hier nochmal das alles updaten. Ne? Also das heißt, erstmal alles einbauen, Staukasten, wenn gewollt, gewünscht, müsst ihr nicht, ihr könnt.
Die Option bleibt euch, genauso wie hier die ganzen Kästen. Hier und auf der anderen Seite genauso. Guck mal hier. Könnt ihr dann alles so anbauen, wie ihr wollt. Das passt noch, ne? Ja, passt. Passt nicht ganz. Aber nur, dass ihr es mal gesehen habt. So, was haben wir hier noch? Genau, das Originalfarbe. Warte mal, hier ist noch irgendwas. Lackiert oder so. Also das könnt ihr dann alles hier selber entscheiden, wie und ihr was ihr dann hier anbaut. Genau, dann haben wir das. Warte mal, ich lasse auch mal so grau. Hinten am Popo, meine Damen und Herren, könnt ihr, wie schon gesagt, selber abändern, aber sagt ihr wollt eine kleine oder eine große Variante, das ist dann euch überlassen. Ich zeige euch das nur mal auf, was hier noch so geht. Genau, ich nehme lieber mal die Old-Style-Lampen, die gefallen mir ein bisschen besser. Hinten haben wir noch das Problem mit der Achse. Ich hoffe, dass es irgendwo noch gefixt wird in der nächsten Version. Aber das ist auf alle Fälle der Trailer dazu. Genau. So, da ist er jetzt nun in Farbe und Bunt, der Scania Next Generation Scania S. Nochmal zu erwähnen, beim R geht es nicht. Dann habt ihr hier praktisch dieses Hooklift Add-on. Ne? In verschiedenen Ausführungen, Varianten könnt ihr nutzen, wie ihr wollt. Da sind keine Grenzen gesetzt. Das glaube ich, habt ihr soweit gesehen. Ich nehme hier gerne auch diese Variante mit der Achse, wo hier mitlenkt. Macht es alles ein bisschen einfacher. Ne? Und hier Dolly vorne lenkt sowieso mit. Ne? Und dann sieht das so aus, wie es jetzt hier aussieht. Nämlich eigentlich ganz cool. Oder was sagt ihr? Ich finde es gut. Wir machen natürlich auch gleich noch einen Lichttest, weil ich meine, bei der letzten Version hatten wir ein bisschen Probleme mit dem Licht. Denn man kann hier noch kein Licht anbauen beim Auflieger. Das ist so ein bisschen so ein Minuspunkt. Nenne ich es jetzt mal ganz dezent. Das mir natürlich nicht so gut gefällt und natürlich auch ins Auge scheint, wenn, pass auf, ich zeige euch das mal ganz kurz, 23 Uhr, so, machen wir das Licht an, wenn ich jetzt hier beim Scania, okay, ich habe das Licht an, okay, alles klar, und dann seht ihr hier beim Scania, an der Seite habe ich Positionsleuchten, nicht viele, aber es sind welche immerhin, und dann hier beim Auflieger habe ich dann gar, oder beim Hänger habe ich dann nichts, ne? Das sieht man hier eigentlich nochmal ganz schön, das sollte bitte nochmal gefixt werden, das wäre ganz cool, wenn wir hier beim Trailer auch Licht haben, denn hier sind nämlich nur diese Reflexionsstrahler dran, ne? Aber mit denen kann ich ja nicht viel anfangen. Ne? So, und dann macht man sich hier gemütlich, wenn man irgendwo diesen Hooklift abladen möchte. Sieht auf alle Fälle ganz fresh aus. Das macht doch richtig Laune, oder hier? Voll cool. Rockt. Auf jeden Fall. So, gehen wir wieder raus, beziehungsweise wir machen neues Licht an. So, zack. Will euch das natürlich auch zeigen anhand nochmal vom Frachtmarkt, damit ihr wisst, was ist dann, was steckt im Frachtmarkt dahinter, vielleicht auch immer ganz wichtig. Ihr fahrt damit, ja, ihr seht selber Rindfleisch, Erdnussbutter und. Das passt natürlich nicht. Wer es kann, der kann sich eine Definition selber schreiben, ein bisschen was zusammenfriemeln aus diversen anderen Mods. Oder vielleicht sogar von SCS seitens mit dieser Dumper-Variante. Das würde natürlich Sinn machen, Schrott und Späne zu fahren oder so Gedöns, das würde funktionieren. Da muss man aber selbst tätig werden, glaube ich, ganz klar, oder? Ansonsten finde ich den Mod richtig klasse. Sieht richtig gut aus. Und ist halt natürlich mal was anderes und was Neues. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das gefällt. So, falls ihr noch Fragen habt zu diesem Mod, dann dürft ihr es natürlich gerne machen. Ansonsten einfach kommentieren. Link dazu alles in der Beschreibung. Passt mir, wie schon gesagt, auf die ganze Definition auf. Bitte nicht vergessen. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Hooklift Add-on für den Scania Next Generation Scania S von Eugene. In diesem Sinn, knitterfreie Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.